Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play bei Batman Arkham Asylum. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar haben wir in der letzten Folge natürlich das Spiel erstmal gestartet. Und ja, wir befinden uns diesmal in einem kleinen Raum. Dann dort mussten wir eine Geisel befreien. Doch leider hat Harley Quinn uns dann hier später eingesperrt. Und jetzt müssen wir einen Weg herausfinden, wie wir hier rauskommen können. Und hier ist auch ein perfekter Weg, wo wir rauskommen können. Seht ihr, und schon können wir hier durch. Er ist raus. Batman hat seinen Weg rausgefunden. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgeld-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter dir? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Okay, aber was haben wir hier denn fein? Es ist ja eine Riddler-Trophäe. Die können wir auch nehmen. So, und ich habe jetzt eine Riddler-Trophäe gefunden. Charakter, der Riddler. Also, ich denke mal, viele Batman-Fans wissen natürlich, wer der Riddler ist. Ist ja auch kein so großes Geheimnis. So, hier haben wir auch Victor Sass nochmal. Für diejenigen, die einfach lesen möchten, einfach nur auf Pause drücken. Und hier haben wir auch noch Harley Quinn. Und ja, ihr habt schon richtig geraten, wir müssen immer noch den Joker fangen, weil er hat es irgendwie geschafft, jetzt nicht aus seiner Zelle zu befreien, aber er konnte irgendwie entkommen. Sie ist verschlossen. Es geht wieder rein und raus. Verdammt, sie sind da drin eingeschlossen. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Na klar, denn ich bin doch schließlich Batman. Okay, dann beeilen wir uns lieber mal. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Okay. Bitte hilf mir. Sehr merkwürdig. Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Okay, einen haben wir schon mal gerettet. Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht. Ich falle. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem. Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Okay. So, das muss irgendwo hier hinten sein. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Das hat mir noch gefehlt. Batman. Tja, wer hätte das jetzt gedacht? Jetzt nicht die Wache, sondern der Schläger hat jetzt bestimmt auch gewundert, warum rettet mich Batman und schlägt mich nicht. Tja, zu früh gefreut. Okay, jetzt sind wir hier sicher. Okay, aber ich sehe, hier sind schon echt verdammt viele Tote. Wie kann der Joker bitteschön hier Gas bekommen? Wie hat er das alles reingeschmuggelt? Sehr merkwürdig. Okay, wir kommen sehr nah. Und er ist nicht weit entfernt von hier. Oh, noch ein paar Blackgate-Schläger. Was für ein geiler Move, Batman. Was für ein geiler Move. So, hier muss er sein. Oh Gott, der Gesicht des Jokers.
Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Ach du Scheiße, was bist du denn für ein Monster? Ach du meine Fresse, okay. Nur oh, schnell ausweichen. Der wirft dir eiskalt mit den Leichen herum. Alter, hat Mama dir niemals gesagt, dass du niemals mit den Leichen herumspielen sollst? Oh Gott. Sorry, Batman, ich hab das nicht gesehen. Oh Gott, nee. Lass die Wache in Ruhe. Ich bin hier drüben. Komm und hol mich. Großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausrechenbar, Fans. Ich würde gerne noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkham angeflogen. Du wirst sehen, ne? Okay. Tja, der Batman hat das jetzt nicht gemacht, weil der Joker hätte sonst sterben können. Oh, und hier ist direkt auch eine Wache. Ah, und jetzt haben wir etwas freigeschaltet. Glückwunsch, du hast ein Wayne-Tech-Upgrade freigeschaltet. Fülle die EP-Anzeige, um den Bat-Suit und deine Fähigkeiten zu verbessern. Wähle dein Upgrade im Wayne-Tech-Auswahlbildschirm aus. So, und ihr seht schon, wir können bald auch mehrere Upgrades kaufen. Finde ich echt super. Und ich würde sagen, wir können auch schon mal das erste Kombo-System kaufen. Und zwar ist das der Spezial-Kombo-Wurf. So, verbessert. Wunderbar. Batman, ich bin hier drüben. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Hier stimmt was nicht. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tada! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet.
Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Okay, jetzt haben wir ein dickes, fettes Problem. Gordon wird jetzt natürlich vermisst. Und dort ist es auch das Ziel. Das heißt, wir müssen quasi genau dort hingehen, wo wir ganz am Anfang waren. So, aber bevor wir jetzt hingehen, weiß ich ganz genau, dass hier eine weitere Riddler-Trophäe versteckt ist. So, und schon habe ich die zweite Riddler-Trophäe gefunden. Ja, und man merkt schon, hier in Batman Arkham Asylum kann man hier auch Nebenmissionen machen. Und es gibt leider nur hier in diesem Spiel eine Nebenmission. Und zwar ist es die, die wir die Riddler-Trophäen einsammeln. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat einen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich bitte. Okay, Barbara macht sich jetzt natürlich tierischen Sorgen. So, Frank Bowles. Das ist jetzt wirklich ein Charakter, den ich jetzt nicht aus den anderen Batman-Filmen oder Comics kenne. Den kenne ich jetzt nur hier in diesem Spiel. Okay, hier ist irgendwas. Ah! Okay, Joker. Aha. Ja, was ich sagen wollte ist, hier ist ein kleines Easter Egg und wer diese Person ist, das steht auch hier. Und zwar steht hier Oswald Chesterfield Cobblepot. Das ist nichts geringer als der Pinguin. Ein sehr toller Easter Egg. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag auch, dass hier in diesen Spielen sehr tolle Easter Egg eingebaut sind. Finde ich auch echt super. Aber ich denke mal, wir beeilen uns mal lieber. Ja, ich bin hier. Die große böse Fledermaus ist hier. Und versucht euch euren Hintern. Okay, da sind wir. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Okay. Was haben wir denn hier? Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Der tatsächlich seine Flasche fallen lassen. Wie schlampig kann er nur sein? Frank's Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll, folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Okay, danke Oracle. So, jetzt haben wir eine Spur von Frank. Das ist jetzt sehr toll. Was ich auch noch sagen wollte ist, ich finde es auch schon mal echt super, dass viele Leute mit am Start sind in diesem Let's Play Projekt. Finde ich echt super von euch. Hallo, was ist da los? Ich versuche ihn zu erreichen. Ist der da? Einen Moment. Ich schaue nach, wie ich es kann. Oh, danke schön. Tut mir leid, ich habe überall gesucht. Aber ich kann nur seinen Kopf finden. Ich melde mich, wenn ich den Rest von ihm finde. Oh Gott. Also es wird schon echt wahnsinnig hier. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Was stimmt sich mit diesem Ding? Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker frei? Sei still. Was ist los? Batman. Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst.
Na super. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Ja, aber ich denke, wir können noch mit der Wache hier reden. Ich glaube, das war Joker. Wer noch? Ich hab's ihnen gesagt, er ist ein Monster. Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich. Ich halte ihn auf. Okay, man hat jetzt auch gesehen, Batman hat jetzt so einen kleinen Kratzer an seinem Anzug. Das ist auch einer der Gründe, was das Spiel auch so richtig toll macht. Denn im Verlauf des Spiels kann es sein, dass Batman einige Kratzer noch bekommt. Und sein Anzug wird da ein bisschen sehr stark beschädigt. Aber das Spiel macht dann das halt auch ein bisschen sehr realistischer. Das finde ich auch echt super. Okay, was haben wir jetzt hier? Benutze das Umgebungsanalysewerkzeug, um kryptische Symbole zu dechiffrieren. Was zur Hölle? Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Okay, falls ihr fragt, was das ist, das kann ich euch sagen, das ist auch eine weitere Nebenmission und auch die letzte Nebenmission, die wir hier machen können. Also, das heißt, wir haben einmal die Riddler-Trophäensammlung als Mission und natürlich diese kleinen Statuen oder Felsbrocken, was es auch immer ist, zu scannen. Das sind die einzigen zwei Nebenmissionen, die wir hier machen können. Ja, ich bin's, der Batman. Ja, man sieht schon. Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Ja, so. Okay, die beiden Türen sind jetzt gesperrt, aber kein Problem. Hier ist wieder ein Eingang für mich. Ja, Leute, ich denk mal, ich werde jetzt auch hier die zweite Folge hier beenden. Ich weiß, es wird spannend, aber ich muss auch wieder mal die Folge beenden. Ich hoffe wenigstens, diese Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich ruhig gerne wissen. Und ansonsten würde ich jetzt nur noch sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns das Ganze in der nächsten Folge hier bei Batman Arkham Asylum. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.